Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Da immer mal wieder nachgefragt wird, wie die Kettmasche zum Rundenschluss gearbeitet wird, möchte ich das heute mal vorführen. Gerade bei Grannys oder bei Häkelblumen arbeitet man in der Mitte oft 5 Luftmaschen, die Anzahl ist hier nun unwichtig, und schließt dann die Runde mit einer Kettenmasche. Das heißt, wir gehen in die erste Luftmasche und holen den Faden durch und ziehen ihn auch sofort durch die Schlinge, die auf der Nadel liegt. Dann eine zusätzliche Luftmasche arbeiten. Zum Schließen der nächsten Runde benötigt man wieder eine Kettmasche. Ich arbeite nun mal hier einfach 8 feste Maschen um diesen Luftmaschenring. Und schließe auch diese erste Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Also ich steche in das Maschenglied der ersten festen Masche ein, hole den Faden durch und ziehe ihn auch sofort durch die Schlinge, die auf der Nadel liegt. Das ist der Rundenschluss durch eine Kettmasche. Manchmal liest man auch in den Anleitungen mit Kettmaschen zum runden Beginn vorgehen. Was damit gemeint ist, erkläre ich euch nun in der folgenden Runde. Wir beginnen wieder mit einer zusätzlichen Luftmasche, arbeiten eine feste Masche in die erste feste Masche und 5 Luftmaschen. Das Ganze wiederholen wir. Bis alle festen Maschen der ersten Runde behäkelt sind. Dann haben wir 6 von diesen Häkelbogen, 7. Und nun hier besteht ja schon die feste Masche. Nun schließen wir also wieder die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Also einstechen, Faden holen und wieder durch alle Schlingen, die auf der Nadel sind, ziehen. Der Rundenbeginn wird nun in der Mitte dieser Luftmaschenbogen sein. Das heißt, ich gehe mit 3 Kettmaschen zum Rundenbeginn vor. Ich arbeite also in diese Luftmaschen jeweils eine Kettmasche. Und so befinde ich mich nun in der Spitze solch eines Häkelbogens und diese Kettmaschen sind schön flach, da sieht man kaum, dass die überhäkelt wurden. Ich arbeite dann in jede Spitze eine feste Masche. Gehe wieder mit 5 Luftmaschen vor. Dann kann ich euch nochmal zeigen, wie man auch in der folgenden Runde mit Kettmaschen zum Rundenbeginn vorgeht. Ich
Kettmaschen sind also gut geeignet, um Runden zu schließen oder einige Maschen zu überhäkeln, um zum Rundenbeginn vorzugehen. Nun bin ich wieder rum und hier ist die erste feste Masche. Ich steche hier also ein, arbeite zuerst eine Kettmasche für den Rundenschluss und nun wieder drei Kettmaschen, um zur Mitte des ersten Häkelbogens zu gelangen. Wieder eine zusätzliche Luftmasche arbeiten und eine feste Masche und noch einmal diese Häkelbogen arbeiten. Und zum letzten Mal 5 Luftmaschen und wieder in die erste feste Masche einstechen, Faden holen, durchziehen. Nun möchte ich in diesem Bogen die nächste Runde beginnen, aber nicht in der Mitte, sondern es wird jeder Bogen behäkelt. Das heißt, ich gehe nur mit einer Kettmasche in den Bogen vor. Arbeite eine zusätzliche Luftmasche und umhäkle dann diesen Bogen nun mal mit einer festen Masche, einem halben Stäbchen, ein Stäbchen, ein halbes Doppelstäbchen, ein Doppelstäbchen, wieder ein halbes Doppelstäbchen. Ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen und eine feste Masche. Nun habe ich also nicht in der Mitte der Häkelbogen angefangen, sondern jeder Bogen wird überhäkelt und da diese feste Masche nicht behäkelt wird, musste ich eben hier mit einer Kettmasche vorgehen. So kann ich also nun jeden dieser Häkelbogen behäkeln und habe dann ein Granny oder was ich auch immer damit machen möchte. Mir ging es jetzt hier um die Kettmasche, um den runden Schluss einfach nochmal zu verdeutlichen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.